Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Die Garde. Wir befinden uns hier bei Winterwacht, beziehungsweise ehemals in der Vorstadt, und wir töten jetzt mal kurz noch die Snapper und dann gehen wir da hoch. Warum? Ich habe gerade das Verlangen zu töten, ganz einfach. Dann ist auch irgendein Unterstand. Ich glaube, den nähern wir uns taktisch klüger. Wie gesagt, ich bin ja noch generell gespannt, was die Welt noch so uns zu bieten hat, denn wie gesagt, mir da oben ist ein Scavenger, okay, weil insgesamt gefällt mir sehr vom Design ziemlich, von der Welt. Wenn sie noch ein bisschen dichter wäre, wäre das hier quasi, ja, das Paradies. Na gut, blocken gegen Snapper, das ist äußerst sinnvoll. So. Das ist jetzt eigentlich gar nicht nötig, weil da hinten irgendwo ein Bett ist bestimmt, aber komm, was soll's, sicher ist sicher. Legen wir die beiden noch rum. Ne, was ich sagen will, mir gefällt das wirklich vom Design her ziemlich gut. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so ausgewachsen wie eine Odyssee-Mod. Ja. Oder Ork-Krieg. Aber gut, das ist ja auch gar nicht der Anspruch, das sind viel kleinere Modifikationen, und ab es sieht echt schön aus. Wie gesagt, hatte ich in der letzten Folge zwar schon mal erwähnt, aber keine Ahnung, mir gefällt die Umgebung halt ziemlich gut, deswegen dachte ich, dass ich das nochmal positiv hier anprangere. Und jetzt hoffen wir, dass wir gleich mal ein Bett finden. Beziehungsweise ich bin jetzt mal gespannt, wie Winterwacht aussieht. Aber das sieht jetzt schon dicker aus als Elandl. Und wie man hier halt sieht, es ist halt recht karg hier oben. Also ist halt nichts. Hier ist halt gar nichts. Ist da hinten irgendwas zum Aufheben? Ne, das ist einfach nur Textur. Okay. Hier wäre zum Beispiel ein bisschen Platz für ein paar Hütten. Also für eine Vorstadt quasi noch oben drauf. Hier ist ja nur die Burg. Und die ist sogar relativ groß. Wie man hier sehen kann, hier ist halt trotzdem noch ein bisschen Platz. Wo man vielleicht noch was hätte hinmachen können. Ich kam mich mal hier mal außen rum. Und das war's auch schon. Was ist denn das hier? Das sieht ja irgendwie ungesund aus. Schimmelt hier die Mauer weg oder was? So, na gut, gehen wir mal. Das ist ganz schön groß. Wenn wir hier dann nicht mal einmal außen rum. Na, jetzt erst. Krass. Und hier sind Sturmgardisten. Was zum. Was willst du hier? Ich? Ich will da rein. Jetzt nimm mir auch nur einen Grund, warum ich dich da reinlassen sollte. Ich will mich euch anschließen. Du? Lächerlich. Aber wie du willst, versuch dein Glück. Immer rein mit dir, Kleiner. Also die mittlere und schwere. Ey, das ist Lee. Also, vom Textur her. Also die Rüstung von der Sturmgarde ist auf jeden Fall, was die leichte Rüstung angeht, die leichte Söldnerrüstung Gothic 2, aber die mittlere und schwere sind die Rüstung aus Gothic 1, das gehört mir ziemlich gut. Und hey, hier ist echt mehr los. Hier ist ja viel mehr los, hier sind auch Leute. Hallo Tobias. Wer bist du? Willkommen bei Tobias Allerlei, dem Gemischwarenladen von Winterwacht. Ich habe alles auf Lager. Von Waffen über Nahrung, Heiltränke und andere nützliche Gebrauchsgegenstände. Meine Preise sind die besten auf ganz Thorn. Und das werden sie auch auf immer und ewig bleiben. Okay. Zeig mir deine Ware. Zweihänder, Langschwert, edles Langschwert. Ein edles Schwert, na gut, da ist ja unser Schwert besser. Der Tränke, der hat Silberkelch und Zeugs und ein paar Äpfel hat er. Die Äpfel wären halt nicht schlecht. Ihr könnt mir ja mal sagen, kommt man in dem Spiel überhaupt auf 90 Stärke in der Mod? Weil sonst können wir die Kriegsarmbrust auch auf jeden Fall verkaufen. Weil der Eschenbogen soll sich noch auf 80 Geschicklichkeit kommen.
Wolfsfälle verkaufen. Minecrafter Panzerplatten. Guck mal, der Hering ist genau null wert. Ist ja klasse. Also die Bauernkleidung brauchen wir eigentlich auch nicht. Schätze ich mal, wir haben jetzt halt noch nicht so viel zu verkaufen. Das orkische Kriegsschwert bringt halt auch nichts. Der hat jetzt auch nichts für uns. So an sich. Alter, sind hier viele Leute, ey. Hier geht's ja rund. Und da ist auch das Bett, das ich benötige. Was liegt denn da? Handelsliste. Aha. Eine verdächtige Liste, welche ich in Tobias Haus fand. Handelsliste für Carlos. Zu liefernde Ware: Brot, Wein, Wasser, 5 gebratene Scavenger, 3 Fässer Bier, 9 Kisten Salz, 10 Flaschen Rum, Gegenleistung, 10 grobe Schwerter, 100 Stück Sumpfkraut, 300 Pfeile, 10 Zweihänder, 5 Langbögen und 10 Armbrüste. Wir treffen uns diese Nacht an der Brücke, gezeichnet Carlos. Sollen wir da einfach mal hin oder ist das noch eine Quest? Ich glaube, das ist die erste Quest, die sich aus meinem Bett aktualisieren muss, oder die wir erstmal annehmen müssen, so oben legt der sich morgens ins Bett. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht, indem ich die Liste schon mal aufgesammelt habe. Das krasse ist, wir haben jetzt wieder hier einen Haufen, wirklich einen Haufen Leute, aber irgendwie hat keiner von denen wirklich die Unterkunft. Da ist eine kleine Hütte, da an dem Laden. Bürger. Wo wohnt denn drin? Was ist denn da hinten los? Na, ist alles zugestellt. Du musst schon dran. Oder vielleicht ein paar Kräuter. Egal was du willst, bei mir bist du richtig. Ich bin Homer, ehemaliger Sträfling der Minenkolonie und Dammbauer. Und schau mich jetzt an. Ein waschechter und freier Händler. Also, du willst was kaufen? Nur zu. Zeig mir eine Ware. Der hat zweimal Trank der Stärke, der hat Heilkraut, der hat sogar 2 Kronenstöckel. Das ist interessant und viel zu teuer für unsere Umstände. Aber wir kommen darauf zurück, würde ich sagen. Da haben wir auf jeden Fall 6 Stärke sicher. Jetzt gucken wir uns mal meist weiter um. Was sind das hier für ein dicker Turm? Ist das hier eine Kneipe oder was? Da kann man, glaube ich, Bier klauen. Chef. Oh, der macht ernst. Ja, kann man sich nehmen, okay. Na, immerhin. Habt ihr Namen oder seid ihr nur Bürger? Ihr seid nur Bürger. Da ist Björn. Schinken. So. Hey, du. Der verkauft locker auch Sachen, ne? Hey, ist das hier? Ja. Es ist die Kneipe. Und so die einzige weit und breit. Hier ist der einzige Ort auf Thorn, wo du das was Ordentliches zu saufen kriegst. Man hat mal gesagt, hey, gib mir was zu saufen. Ab diesem Tag an beschloss ich, eine Kneipe zu gründen. Und hier steht sie. Ohne Sachen. Glänzend wie nie. Wie eh und je. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, soll sich von einer beschissenen Klippe stürzen. Nicht Kneipe. Von einer beschissenen Kneipe. Also, mein Junge, was kann ich für dich tun? Nimm ein Bier. Wenn du mehr willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du nicht bezahlst, breche ich dir die Beine. Verstanden? Schon klar. Dann ist ja alles gut. Haha. So. Der geile Herr, Junge, die haben einen Haufen Zeug. Ja. Aber was sie nicht haben. Und was fehlt. Ist ein bisschen Detail und Deko. Das fehlt ein bisschen. Aber egal. Sollen wir was erzählen über die Stadt? Erzähl mal was über die Stadt. Du meinst über Winterwacht? Gold, richtig. Also erst musst du wissen, dass das hier Winterwacht und nicht Irm heißt. Die Schweine aus Landeln nennen unsere Stadt manchmal so, denn sie bedeutet so viel wie Schlammloch. Nett. Das ist es. Nun, Winterwacht ist nicht die erste Stadt bei uns, leider. Landeln stand vor uns, aber egal. Hey, ich dachte, Winterwacht wäre als erstes da. Die Sturmgarde hat sich nach der Abspaltung des Herzogtums als unabhängig erklärt. Und das ist auch gut so. Wir hatten keine Lust mehr, uns mit diesem Herzog alles vorschreiben zu lassen. Seitdem liegen wir in Konflikt mit der Landel. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, befindet sich Winterwacht in einer sehr misslichen Lage.
Die Orks haben uns ziemlich platt gemacht und bis wir das alles wieder aufgebaut haben, kann das eine Weile dauern. Ist der Krieg gut für dein Geschäft? Was heißt hier gut? Seit dem Angriff sind viele aus der Stadt abgehauen, wie du vielleicht schon bemerkt haben solltest. Je weniger Leute in der Stadt, desto weniger Kunden, verstehst du? Natürlich. Eben. Aber wenn die Orks erstmal ordentlich zerhackt wurden, wird alles wieder besser werden. Wollen wir es hoffen? Okay. Gibt's Probleme in Winterwacht? Natürlich. Nun, neben den Orks gibt es auch noch eine weitere Bedrohung. Eine verdammte Gruppe Banditen hat sich hinter der Brücke breit gemacht. Wir werden sie einfach nicht los. Sie überfallen unsere Karawanen und versuchen, die Ruinen zu plündern. Ein lässiger Misthaufen ist das. Angeführt werden sie allesamt von einem Mann namens Carlos. Oh, jetzt wird's interessant. In seinen Reihen sollen sich auch ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie befinden. An ihnen liegt es auch, dass die monatliche Belieferung nur so knapp ausgefallen ist. Verdammtes Pack! Wenn du dich mit ihnen einlässt, dann solltest du besser einen guten Grund haben. Denn General Victor lässt jeden, der mit den Banditen paktiert, kurzerhand aufknüpfen. Es wurden schon einige Banditen getötet, aber das reicht noch nicht. Es sind einfach zu viele und sie sind zu gut organisiert. Wo kamen sie her? Wie gesagt, da sind viele Sträflinge aus der Minenkolonie dabei. Aber auch viele Landstreicher sind ihnen seit dem Krieg mit den Orks beigetreten. Habt ihr es schon mal mit einem Angriff probiert? Dazu ist die Sturmgarde momentan viel zu schwach. Wir müssen erstmal wieder an Stärke gewinnen, bevor wir an sowas denken können. Okay. Läuft eine Kneipe. Lief schon mal besser. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Wenigstens kommen noch ein paar bei mir vorbei und saufen. Ha! Ja. Fehlt dir noch irgendwas? Und ob mir was fehlt? Das Wichtigste fehlt mir, mein Freund. Die Bierladung, welche heute von Falks Hof bei mir eintreffen sollte, ist nicht angekommen. Achso, mein Freund, ich habe falsch betont, ist aber auch egal. Ich vermute, dass es diese dreckigen Banditen waren. Wenn ich die Ladung nicht bald wiederbekomme, kann ich hier dicht machen. Und was kann ich dabei tun? Ist doch klar, begib dich ins Lager der Banditen und hol mir die Ladung zurück. Es müssten über 100 Stück sein. Ich will mal sehen, ob ich an das Zeug rankomme. Mach das und beeil dich. Langsam gehen mir die Vorräte aus. Okay, also direkt mal wieder eine Quest an. Was ist denn hier? Ich glaube, ich soll das ursprünglich mal runtergehen. Und das tut es nicht genügend. Okay. Und du bist? Hallo. Ja, was gibt es? Wer bist du? Mein Name ist Ernst. Ich bin einer der Offiziere der Sturmgarde. Und du bist? Jemand anders. Aha. Nun, hat dich Raikan zu mir geschickt. Willst du uns beitreten? Noch komme ich nicht von Raikan. Ich will ja auch nichts sagen, Leute, aber ich bin irgendwie eher dafür, dass wir uns der Sturmgarde anschließen, als der Stadtgarde. Weil ich mag große Burgen und das ist im Prinzip auch schon der eine und einzige Grund. Nee, die Leute in der Landel gefallen mir nicht so sehr. Und der Feuermagier Rat hat mich schon mal bombardiert. Grundlos. Mit Feuerbällen. Obwohl ich nichts gemacht habt. Ich war nur in deren Nähe. Das soll so aussehen, denke ich mal. So, Sturmgardist. Dann sind noch ein paar am Trainieren. Eiern war da mal vorbei. Wie gesagt, wir haben schon eine verdächtige Liste. Schade, dass es in der Modifikation so wenige bis gar keine Truhen gibt, die man knacken kann. Das trübt mich etwas, dass man nichts mitgehen lassen kann. Guckt mir jetzt alles leer. Da trauert ein guter Dieb. Und hier ist es halt relativ leer. Und da ist Raikan. Der mit uns reden wird. Wahrscheinlich. Und hier oben ist ein leerer Balkon. Okay. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Okay, zeig mal. Uff, das war teuer, du. Okay, aber immerhin kann er uns was beibringen. Hallo.
Wer schneit denn da so unbesorgt rein? Wer bist du? Ich bin... Nicht wer du bist, was du hier machst. Ach so, ich habe mich in Winterwacht ein wenig umgesehen. Aha, und da kommst du einfach so in die Kaserne gestürmt. Naja, ich dachte mir... Na, nicht denken. Du solltest wissen, dass die Leute es nicht gerne haben, wenn man einfach in die Häuser reinrennt. Aber da du jetzt schon mal hier drin bist, kannst du auch direkt bleiben. Mein Name ist Raikan. Ich bin Viktors Stellvertreter und zuständig für die Verteidigungstruppen der Sturmgarde. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, hast du Glück. Beim letzten Kampf mit den Orks haben wir über die Hälfte unserer Männer verloren. Da kann freches Fleisch nicht schaden. Sei jedoch gewarnt, wir sind nicht solche Lappen wie die Gardisten aus Elandel. Bei uns musst du hart ran, wenn du aufgenommen werden willst. Bei uns reicht es auch nicht, nur 3 Aufgaben erfüllt zu haben und dann ist Schluss. Nein, du musst die Zustimmung all unserer Offiziere erhalten, wenn du es hier zu etwas bringen willst. Das klingt eigentlich jetzt schon spannender als in der Stadt. Also ich weiß nicht, wie intensiv sich das auf den Verlauf auswirkt. Kann ja sein, dass wir dann für Elandel ganz viel machen müssen. Und für Winterwacht dann eher weniger. Ihr könnt mir aber auch schreiben, wenn ihr Bescheid wisst, was sich eher lohnt. Also welche Fraktion wir jetzt anschließen sollten. Aber allein vom Umfang gefällt mir Winterwacht eigentlich schon besser. Und also, was ist Elandel? Da stehen 6 Soldaten und das war's. Und hier ist die Hälfte anscheinend schon bei einem Angriff gestorben und hier sind immer noch mindestens 10 oder mehr. Also um allein mal die Truppenstärke zu vergleichen, wenn man das denn machen kann bei so wenigen Menschen, aber egal. Was muss ich tun, um bei euch aufgenommen zu werden? Einiges. Wichtig ist, dass du dir die Zustimmung aller Offiziere holst. Außer die von Viktor, denn Viktor redet nicht mit den Neuen. Also bleiben dann auch ich, Geralt, Wambo, Baldur und Ernst. Wenn du uns 5 überzeugt hast, bist du dabei. Klingt nach einer Menge Arbeit. Da kann ich dir versprechen, dass es das auch ist. Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich weiß nicht, was die anderen dir für Aufträge geben werden, aber es kann alles sein. Suche die anderen 4 auf, sobald du kannst, um dir von ihnen deine Aufträge abzuholen. Ich glaube, ich habe auch bereits etwas für dich zu tun. Was kann ich für dich tun? Ach, du willst mir beweisen, dass du fähig bist. Na schön, dann wirst du hiermit deinen ersten Auftrag erhalten. Ich höre. Wie du vielleicht schon gehört haben solltest, haben wir ein ernsthaftes Problem mit Banditen. Ja und? Nichts! Ja und? Nichts. Ja und? Woher habt ihr diese Informationen? Als wir vor einigen Tagen eine Gruppe dieser Drecksbande geschnappt hatten, fiel uns eine Kiste in die Hände. Auf dieser Kiste war unzweifelhaft das Stadtwappen Winterwachts gezeichnet. Das heißt, nur ein Händler aus unserer Stadt kann es ihnen verkauft haben. Was kann ich dabei tun? Finde heraus, welches Schwein mit dem Banditen handelt. Und wenn du ihn gefunden hast, gebe ich dir hiermit den unzweifelhaften Befehl, ihn auf der Stelle zu exekutieren. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Du solltest bei einem der Händler anfangen. Am besten bei Tobias. Wo finde ich Tobias? Er hat seinen Laden in der Nähe des Tores. Dann will ich mich in der Stadt mal umhören. Gut, ich werde in der Zwischenzeit mit den anderen Offizieren über deine Aufnahme bei uns reden. Die Sache ist... sind aber ganz schön viele Quests, die da eine Aufnahme bei der Sturmgarde. Bierlieferung, da müssen wir in das Banditenlager gehen. Und Verräter in den Händlereien. Der Punkt ist, wir haben ja ein Dokument, das...
zweifelsfrei belegt, dass hier jemand ein falsches Spiel spielt, aber das muss nicht unbedingt Tobias sein. Es könnte auch Homer sein, der das dem Tobias einfach nur in die Tüte gelegt hat. Und das könnte, wäre möglich, ansonsten tötet man Tobias einfach. Hey! Und das machen wir in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Dann werden wir ihn mal zur Rede stellen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.